So, herzlich willkommen zurück zu einem fröhlichen Wunderwelten-Let's Play. So, also mein Test. Auf dem Wunderwelten-Server. Auch gerade ein schönes Weihnachtsbild hier. Ha. Direkt mal wieder mit meinem Bildschirm angreifen. Wenn ich gerade die richtige Kamera finde. Egal. Dann halt nicht. So, wir brauchen. Nein, wir brauchen. Record Mindtest. Und zwar nicht die 5.7er, sondern es gab ein Update auf die 5.8er. Also ich bin auch mit der 5.8er. So, Wunderwelten ist sogar noch drin. Ist ja klar, wir haben damit letztens gespielt. Ja, ich war jetzt Volker drin. Habe ich denn auch das Volker Passwort? Digga. Hab zu viele Passwörter. So, ja, scheint richtig gewesen zu sein. Was? Das war gerade zu viel mit einmal. Was? Erstens, okay, Willkommensmeldung, ganz klar. Oder zweitens, was hat das gerade mit dieser Radioaktivität auf sich? Junge, schon wieder. Warum ist da Radioaktivität? Unser schöner Spawnpoint. Und warum hat OBS schon wieder nicht das drinne, was drin ist? Wartet mal kurz, ich muss mir hier schon wieder meintest. Gerät nicht angeschlossen oder nicht verfügbar? Deine Mutter ist nicht verfügbar. Du sollst das nehmen. Dankeschön. Ah. Tada, da sind wir wieder. Ich stand gerade hier. Aber irgendwie ist hier Radioaktivität. Da. Die Frage ist, wo kommt die her? Alter. So, hat jemand ein Atomkraftwerk gebaut oder was? Hier ist es wieder weg. Von wo kommt das? Hier ist es ganz stark. Oh. Alter, es wird doch immer lauter. Da hat da wer einen geklickt bei Radiation. Ja, schon klar, aber die Frage ist, why? Why? Digga. Haben wir einen Homepunkt? Haben wir. Warum ist da, was ist da los? Digga. Achso, ist ja Englisch. Activity. So direkt am Gebiet von anderen Spielern ranbauen ist mindestens unhöflich. Unhöflich mögen wir hier nicht. Bitte mindestens 200 Meter Blöcke östlich von hier. Ja, gut. Passiert. Wobei ich jetzt mal reinschauen muss. Also unsere Lady ist schon mal weg, ne? Unsere Begleiterin, die wir hier gefunden haben. Da habe ich jetzt hier ganz viele Begleiterinnen rum. Hier sind drei, da hinten sind 50.000. Guckt euch mal das hier an. What the fuck ist hier passiert? Ich glaube, die hat sich fortgepflanzt, während wir weg waren. Scheint ein sehr aktiver Hengst da hinten gewesen zu sein. I don't know. Digga, ist hier Klonkriegerfabrik. Ich kann mich aber nicht an diesen Zaun da erinnern. Was überhaupt allgemein so bewachsen? Ist ja allgemein ganz schön bewachsen. Oder oh, ist es gerade dunkel? Warte. Ich muss mal erstmal ganz kurz hier. Warte.
Dann muss ich erstmal ganz kurz gucken. Workspace, Workspace, Screen. So. Du kommst mal weg. Ah, siehst du, hier sehen wir uns Weihnachtsbild. Oder Winterbild, I don't know. Ich muss mal ganz kurz hier meine alten Aufnahmen durchgucken. Wie. Mal gucken hier. Wir hatten ja irgendwann, glaube ich, Folge 8 oder so haben wir angefangen zu bauen. Nee, da waren wir noch mit anderen Sachen aktiv. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass unsere Gegend da so bebaut war. Digga, wann haben wir angefangen, sesshaft zu werden? Ach ja. Ah, siehst du, als wir angefangen haben, war da nämlich noch gar nichts. Gut, okay, da war ein kleines. Ah, doch. Ah, doch, okay, da war schon ein Häuschen. Das heißt, der Zaun ist zwar neu. Na doch, der Zaun an sich ist neu. Aha. Aha. Naja. So, erstmal wieder umstellen auf meinen Test. Dankeschön. So. Einfach ein Baumeister rumfliegt. So, hat er eigentlich schon irgendwann mal geantwortet? Nö, da ist kein Warum. Unser Lauf, was wir gegraben haben, ist aber auch weg, oder? Oder waren da noch ein bisschen, oder waren da noch ein bisschen weiter? Ah ja, und noch mal ein bisschen weiter. Wir brauchen irgendeinen Schutz. Haben wir irgendwelche Sachen? Rüstung oder sowas? Haben wir irgendwas, womit wir Rüstung bauen können? Ich meine, wir haben ein bisschen Kohle und wir haben ein bisschen Eisen. Damit könnten wir uns schon mal ein bisschen Rüstung bauen. Andererseits haben wir noch diverse andere Sachen, die aber alle nicht so viel verfügbar sind, als dass wir daraus irgendwas bauen könnten. Ich glaube, aus Mese können wir nichts bauen. Ich weiß. I don't know. Hier haben wir auch nichts. Gut, dann probiere ich mal ganz kurz. Amor. Wunderwelt. Was? Also. Was bist du? Du bist Gold, genau. Und Mese gibt es nämlich nicht. Wobei gibt es ja so viele verschiedene. Ich probiere es einfach mal. Mal gucken, was passiert, wenn ich reinschmeiße. Nö. Ja, nichts damit Armor. So, das heißt, wir müssen noch ein bisschen Eisen einschmelzen. Oder haben wir bereits eingeschmolzenes Eisen? Mal schnell verifizieren. Ah, 15 Stück. Ah ja. Oh. Wir haben schon viele Leitern. So. Heizen wir mit. Haben wir viel Blätter? Wir haben zumindest ganz viel Gras, ne? Dann verheizen wir doch das mal. Aber ganz ehrlich, die Kohle werden wir nie und nie brauchen. Aber wir heizen erstmal ein bisschen Gras, aber. So, wie viel brauchen wir überhaupt? Wir brauchen, glaube ich, habe keine Ahnung, 32 für eine komplette Rüstung oder was war mein Klon? Wir machen mal ein bisschen was, keine Schaden, wenn wir ein bisschen Eisen haben. Ich wüsste nur gerne, von wo bis wo ist es überhaupt diese Radioaktivität? Die ist nur da vorne bei der Ecke. Ausgerechnet da, wo es bei uns in die Höhle reingeht. Das ist ja deprimierend. Und auch bei unserer Farm, ne? Ja. Ist also genau unser Höhleneingang, der radioaktiv ist. Was ist denn da los? Warum ist der auf einmal radioaktiv? Der war doch früher nicht radioaktiv, oder? Kann sein, dass sie eine neue Mod hinzugefügt haben und die jetzt auf einmal random irgendwo radioaktive Sachen hinzugefügt hat?
Das wäre natürlich herzallerliebst. Was? Also. So, sechs. Oh, ist ja gut jetzt, Alter. Ich kann nicht mehr zu meinen Kisten. Also, was ist hier los? Feindliches Gebiet. So, die Blätter schmeißen wir mal zurück. Und ja, dann arbeiten wir ganz normal mit Kohle. Weil ich wüsste erstmal nicht, wofür wir sonst die Kohle brauchen. Ich glaube, Technik-Mod und sowas gibt es ja hier nicht wirklich. Beziehungsweise damit zu arbeiten. Ja, weiß nicht, ob sich das lohnt. Die Frage ist sowieso, was wir überhaupt alles so für Mods drauf haben. Das ist sowieso mal eine wichtige Frage. Gut, erstmal müssen wir unser Saft wieder bekommen. Alter. Was ist das so extrem? Digga, was ist da los, Amanakolm? Alter. Gut. Wir brauchen erstmal die Rüstung. Jetzt habe ich das ganze Eisen weggepackt. Ich hält. Da. So. Wir brauchen das. Gib mir mal. Dankeschön. Ja, komm. Mal ein bisschen schneller hier. So, so und so. Dann einmal alles, alles, alles. Easy. Und dann, was brauchen wir noch? Ein Schild. Bumm. So. Aber doch schon mal das Grundlegende. Metal hat so eine Miku. Digga. Nice. So, du kommst noch da. Ey, wow. Gut, also Rüstung schützt schon mal gar nicht. Das ist ja schon mal, werde ich in Null. Verdammt, Brot, also, das ist ja hässlich. Gut, dann, ja, war's das schon mal. Verdammt. Verdammt. Wir brauchen Platz. Halt. Stopp. Da rein. Da rein. Da rein. Und da rein. Radiation. Ja, super. Gibt es einen ABC-Anzug? Nö. Wie nennt man denn solche Anzüge? Ja, sagen wir mal. Obwohl, Radiation habe ich schon geguckt. Boah. Dammit. Alles gut. So, Workspace. Boom. So. Öffnen wir mal einen Browser. Guck mal hier. Klamotten, die gegen Strahlung schützen. Elektros mehr Kleider gegen. Da liegt doch am Arsch. Was für Elektrosmog, Junge, ich rede von radioaktiver Strahlung. Radioaktiver Strahlung. Oh. Flüssigkeitsdichte Schutzkleidung, Fetchkleidung, Schutzanzüge mit Kapuze und abgesonderten Socken tragen zu Bett, der gesamte Körper frei von radioaktiven Stoffen bleibt. Eben diese ganz klassischen Anzüge, so mit Filter und alles, die sorgen ja dafür, dass quasi keine kontaminierten Stoffe an den Körper haften und die dann strahlen. Aber ich rede jetzt wirklich Strahlung als solches. Also einfach, also nicht von den Partikeln, die radioaktiv sind, sondern von der Strahlung als solches schützen. Also sowas wie Blei. Aber Klamotten aus Blei, I don't know. Gibt's da keinen Griff hier? Verdammt, Kacke. Ey. Aus jetzt. Können Ausrüstung, wer Schutzanzüge leisten, Arten von insgesamt noch 50.000 Träne oder? Keine Ahnung. Okay, dann nicht. So. Das heißt. Uranium.
Das ist ja alles von der Technics-Mod. Also es gibt sogar zumindest die Technics-Mod. Wir könnten also sogar Sachen mit der Technics-Mod bauen. Aber das würde wieder 100 Folgen dauern, bis wir so weit kommen, dass wir da irgendwas Sinnvolles machen können. Die Frage ist. Das Problem ist halt, man sieht hier nicht, wie effektiv Dinger sind. Ich sehe jetzt nicht hier, was wie stark gegen was schützt. Wir müssen erstmal alles einmal bauen, um zu sehen, was gegen was schützt. What? Armor protects me against radioactive. Questionmark. Bin ich verwirrt, ist das ein deutscher Server war doch. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das ein deutscher Server? In Wunderwelten ist ja einer, der mehrsprachig ist, oder? Aber ich meine hier, Baumeister klingt zumindest schon mal deutsch. Aus, aus. Ich wollte eigentlich mit dem Bauen weitermachen und ich hier irgendwelchen Sachen nachjagen. Damit. Lass immer noch die ganze Klonkrieger anbieten. Nur mein Klonkrieger, der ist weg. Verdammte Scheiße. Ich war so hot. Hey, au. Ja, ist auch ein Weg runter. Wie komme ich da rein? Das Problem ist halt vor allen Dingen, die Radioaktivität ist so stark. Weg hier. Ey. Flu. Kannst du. B. Obwohl, egal. Ich weiß gar nicht. Wir müssen jetzt erstmal um wichtige Sachen konzentrieren. Aber was willst du schon mal den Stuff hier wieder? Und dagegen hilft auch wahrscheinlich nichts gegen Radioaktivität. Hat irgendwie gehofft, dass wir vielleicht irgendeine Rüstung anhatten oder sowas. Aber, ja, obwohl. Das wäre einfach vorher geschützt gewesen. Na gut, dann lassen wir die Radioaktivität erstmal radioaktiv sein. Wobei es mich schon echt hart interessiert, was davon radioaktiv ist. Aber wie gesagt, das war ja letztes Mal nicht so. Vielleicht würde uns das hier ein bisschen. Ach du Scheiße. Stimmt, da waren nur zig viele Mods drauf. Nö, kein Bock. Bitte gehen Sie weg, Schrift. Gut. Wir wollen erstmal gucken, was wir hier mit dem Haus machen. Wir haben jetzt zwei, drei Etagen. Ich wollte noch eine dritte Etage und draufklatschen. Wir haben jetzt gerade schon eine Treppe. Und dann. Quasi kommt jetzt hier drauf das Dach. Die Frage ist, machen wir hier noch mal eine Schicht drüber als Zwischenboden, so als Dachboden, oder machen wir da einfach ein offenes Dachkonstrukt? Die Frage ist sowieso, was wir überhaupt für ein Dachkonstrukt bauen wollen. Autsch. Immer für Schwerkraft. Lol. Flo ist tot. Der eine ist tot, der andere eitelt rum. Was ist denn hier los? Wie sagt ihr was ja? Ich würde mal fast sagen, wir machen jetzt sogar ein recht relativ flaches Dach drauf. Wir haben noch diverses Holz. Du kommst mal dahin. Du kommst mal dahin. Oh, wir haben einmal Weizen. Sehr geil. Haben wir Dirt? Wir haben Dirt. Komm, müssen wir uns nämlich erstmal ein bisschen hochbauen hier. Hier über die Treppe. Dann bauen wir uns einfach mal hier hoch. La la la. So, ist gut. Ey, aus. Finito. Bereit. Oh, ein Puma. So,
Ich glaube, wir machen einfach ein flaches Dach drauf. Das macht bei der Baukonstruktion. Ja, nee, ist klar. Am meisten Sinn. Das heißt, wir machen von da. Da kommt nicht ran. Verdammte Scheiße. Wir machen von hier. Beziehungsweise, wir können gleich wieder mit dem Replacement Tool arbeiten. Kopieren. Nee. Kopieren. Einfügen. Das schaffe ich nicht. Einfügen. Ja. Einfügen, einfügen, einfügen. Verdammt! Einfügen, einfügen, einfügen. Das war ja klar. Kann ich einfach von unten machen? Ja. Von unten geht es einfacher. Zuerst erstmal die Querbalken. Hey. Aus. Ende. Mit 4 ist aber richtig, ne? Ja, doch, sieht richtig aus. 3 dürfte wahrscheinlich zu klein sein. Ja, genau, ja, wir haben auch überall 4. Okay, das sieht also schon mal gut aus. So, dann müssen wir jetzt hier erstmal einmal einfügen, temporär, damit wir hier die ganzen Dinger machen können. Da hinten auch. So und so. Und ich glaube, die Balken machen wir dann aber so sichtbar. Das heißt, die Decke kommt ja nicht genau auf der Höhe von den Hölzern, also von den Balken, sondern quasi eins höher. Kommt ja so eine, so einfach so eine durchgehende Schicht, die dann auch ein bisschen rüber ragt. Als Dach halt. Mal kurz gucken hier. Verdammt, komm ich mal hoch. Du musst weg. Dankeschön. So, dann warte mal kurz. Dich brauchen wir. Nein, nee, macht keinen Sinn. Auch das macht es für unten einfacher. Verdammt, sagte er und starb. So, jetzt müssen wir von oben noch die ganzen Nachbesserungen machen. Zum Beispiel dich kopieren, dich da einfügen, da einfügen, da einfügen, verdammt, da einfügen, da einfügen, da einfügen. Achso, wer sich gerade wundert, wie ich das gerade hier mache. Ersetzen, Linksklick und einfügen, Rechtsklick. So. Ganz weg. Das sieht schon mal gut aus. Und jetzt müssen wir hier noch die ganzen Dinger anbauenderweise anbauen. Also einmal da. Dieser Fahnenkreuz ist aber auch echt kacke. Du hast da nicht wirklich so einen feinen Punkt, wo du sagen kannst, da genau, pixelgenau, wie sehe ich jetzt gerade hin, sondern du hast nur so ganz groben Eis. Das ist ja deprimierend. Da auch richtig zu treffen, ist schon mehr Glück als Verstand. So, ich würde das Dach tatsächlich sogar noch eins überragend machen. Also quasi, ne, hier die Holzdinger gehen quasi eins rüber und das Dach geht dann zwei rüber. Die Holzplatten, die dann gleich raufkommen. Ob das Sinn macht? I don't know. Müssen wir dann mal gucken, wie es von unten aussieht. Wir brauchen auch definitiv mehr Holz erstmal. Ungefähr so. Dankeschön. Danke für Ihren Jörn. Hey. Oh, Boden runterfallen. Wenn ich das hier mache, ist es genau. Deswegen machen wir das auch gleich mal mit dem Replacement Tool. Und zwar nehmen wir die Rotierung von hier. Danke. Ach, leck mich doch.
So, das heißt, die alle nochmal damit ersetzen. So und so und so und so. Und jetzt hier einmal alles einfügen. Das war jetzt überall Rotation 0, ne? Wo sehe ich das nochmal? Wo ist ein Parameter 2? Sag mal, ich sehe es gerade gar nicht. Bin ich gerade dumm? Ach da, Parameter 2, 0, genau. Das ist richtig. So, und jetzt noch eins drüber. Bin mal gespannt, wie das denn von unten aussieht. Bestimmt wieder einzige Katastrophe. Wir gucken uns das am besten mal an. Doch, doch, das sieht gut aus. Das kann man so machen. Ja, doch, das geht voll. Okay. Accepted. Wir können ja dann immer noch Feinschliffe machen, aber erstmal so als, also als grobe Richtlinie sieht das erstmal so ganz in Ordnung aus, mit dem, dass das noch eins übersteht. Aber, was ist denn nun schon wieder? Ist das hier auch Aktivität oder was? Ich hau euch alle gleich. Hallo? Ah ne, war Feuer. Ja, okay, das war Feuer. Gut, nevermind. Weil eben bei Radioaktivität, da hat man auch immer dieses Symbol im Bildschirm. Bitte schalten Sie Ihr Radio aus. So. Oh. Der Baum kommt uns sehr gelegen. Oh, böser Baum. Ich bin mal gespannt, wie sich das denn mit den Blättern auswirkt, denn weil ich hier so viel Holz in der Nähe haben, dann verschwinden auch die ganzen Blätter wieder nicht, ne? Ja, kacke. Andererseits, ich meine, wir haben mittlerweile ganz schön viel Holz. Ich glaube, die Bäume können wir erstmal so stehen lassen, wie sie sind. Wenn wir mal Holz brauchen, können wir hier eins von diesen weit entfernten Bäumen abpacken, so wie den da zum Beispiel. Also die drei hier zum Beispiel. Das sollte dann ausreichen. So, hier ist wieder Tücki. Hallo? Ja, vielleicht hat es ja aber ganz schön, oder? Oder ist das mein Computer? Habe ich? Warte mal kurz. Einstellungen. Was habe ich denn diese Chunk-Größe? Nein. Gott, wie ist denn das Ding? Mesh. Grafik. Wie ist denn das? Technische Namen anzeigen. Achso, er wird die Einstellung anzeigen. Client Mesh Chunks ist 1. Also daran kann es nicht liegen. Ne, weil wenn dieser Wert zu groß ist, dann hat man halt Probleme, dass es durchaus ein bisschen laggy sein kann, das Platzieren der Blöcke. Aber der ist gerade nur auf 1 gesetzt, also. Ja. Daran dürfte es nicht liegen. Ne, weil teilweise hat man ja, wenn man Blöcke platziert, dass es erst ein bisschen später passiert. Das ist völlig normal. Das ist einfach, wenn Internet-Lag entsteht. Aber gerade eben hat man ja richtig gesehen, dass ich, wenn ich, wo ich einen Block platziert habe, der Block an sich schon da war, weil die Hitbox war auch schon da. Nur die Grafik, also die Texturen haben noch gefehlt. Und das ist meistens ein Anzeichen dafür, dass die Hitbox, also dass dieses Meshing zu groß ist. Zumindest kenne ich das von daher. I don't know. Aber dem scheint wohl nicht so zu sein. Denn der war auf 1 gesetzt. Oh nein, wir haben kein Holz mehr. Gut, da würde ich mal sagen, weiter geht's in der nächsten Folge.
Bis dann.